Irgendwie habe ich ja ständig Orientierungsfails und ich weiß nicht warum. Weil du so verpeilt bist, Gronkh. Witzig. Auf die Schnauze kannst du haben. So, und da geht's auch schon wieder hinaus. Nein! Ich will weg. Ich will nur weg. Ich glaube, ich möchte nie wieder hierher zurückkehren. Höchstens in der nächsten Folge. Aber bis dahin ist ja Zeit. So, hier ist noch Kohle. Die lasse ich mal Kohle sein. Hauptsache, wir kommen jetzt hier wieder irgendwie raus. Ach, hier waren wir doch. Hier hat das Huhn uns doch das erste Mal besucht. Aber noch Eisen. Und eine Fackel. Ich dachte, das wäre ein Pilz. Na gut. So, hier kommt gar nichts. Dann müssen wir hier raus. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir hier wieder raus? So vielleicht? Schaffi! Wolle, 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 wolle! Eigentlich könnte ich dem jetzt Kies auf den Kopf fallen lassen, aber scheiß auch drauf. Und ja, da unten war Eisen, aber das stört sich jetzt nicht hin. Ganz im Gegenteil, ich kraule jetzt heldenhaft auf diesen Wasserfall nach oben hoch. Das mache ich manchmal auch so aus Spaß. Also jetzt im Freibad, meine ich. Ja. So. Ja, der Ausflug hat sich ja richtig gelohnt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich ja gerade nicht so. Dieses Huhn. Dieses Huhn. Wie unglaublich viel Sand hier übrigens auch ist. Gibt es hier eine Wüste zufällig, da hinten? Ich würde mal sagen, wir düsen nochmal ganz kurz hin. Aber nur eine ganz kurze Runde, damit wir gleich weiterbauen. Ich will mich ein bisschen beeilen. Und mit dem Häcksler hatte ich ja angekündigt, da habe ich ja was Besonderes vor, wie ich das machen möchte. Und also grämt euch mal nicht. Das wird schon alles gut. Das Doofe ist nur, dass es den blöden Diamantenhandschuh, also die Faust Gottes, dass es die nicht für die jetzige Beta gibt, für die 1.3er. Die wurde nicht geupdatet bisher, genau wie Mo Creatures. Die sind auch noch nicht am Stissel. Schade. Cool, hier kann man echt mal eine Pyramide hinbauen oder so, ne? Hier aus Sandstein und dann auch diese Trittsteine, die es jetzt gibt da. Also die Sand-Half-Stepstones sozusagen. Müssen wir alles noch ausprobieren, genau wie Kuchen backen und den ganzen Scheiß. Ich weiß gar nicht, warum Leute das immer ganz sofort machen wollen. Ah, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Man macht doch eh nichts mit dem blöden Kuchen, außer den irgendwo hinzustellen als Deko. Ich finde, das Beste am Kuchen ist die Anspielung an Portal. Jetzt mal so unter uns gesprochen. Das Doofe, wenn wir hier rumlaufen übrigens, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn wir hier rumlaufen, dann laufen wir nicht nur, sondern wir laufen auch Gefahr, uns zu verirren, weil ich habe nämlich gar keinen Kompass dabei. Das weiß auch diese menschenfressende Hühnergang hier. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie wieder nach Hause finden, ne? Ich probiere mal einfach mein Glück. Ich schwimme da hinten jetzt mal hin. Ich glaube, das ist da hinten diese Klippe, wo ich vorhin das Geröll rausgeholt habe. Den Kies rausgeholt habe. Den gerölligen Kies und das kiesige Geröll habe ich da rausgeholt. Und wir schwimmen!
unter Einsatz unserer Kräfte dem Festland entgegen. Die Wolken, sie hängen bedrohlich über uns und künden von einem schweren Unwetter. Doch weder Wind noch Wetter werden uns jetzt noch aufhalten können. Weder Sturm noch Schicksal können sich uns in den Weg stellen. Und wenn es das Schicksal nicht kann, dann kannst du es auch nicht. So. Schnarch. So, jetzt wird wieder ein Land. Da geht es ein bisschen schneller. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Kann sein, dass es genauso schnell geht, aber mir kommt es immer so vor. Ich vermisse die Babyschweine so ein bisschen. Und überhaupt die ganzen Babytiere, die hier immer so rumliefen. Das war mal süß. So süß. Ach, das war so. Soll ich da mal... Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Hab ich noch eine Schaufel dabei? Leider nicht. Na gut, dann nehme ich eben diese halbe Schaufel hier. Oder weißt du was? Ich mache jetzt mal Folgendes. Huch, wollte ich gar nicht. So. So, zack und zack. Und er bastelte sich noch am Ort des Geschehens eine Schaufel. Was war nun los mit Gronkh? So kannte man ihn gar nicht. So, hier in etwa müssen wir rein. Dort in etwa wollen wir sein. Ach, hätte ich mir auch gleich eine Spitzhacke bauen können, wa? Ja, den Sand können wir nicht mitnehmen. Das ist natürlich auch super. Die Spitzhacke haben wir schon dabei. So und so. Hallo, liebe Höhle. So, also ich werde die jetzt nicht erkunden, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier so wahnsinnig wäre und jetzt hier alles erkunden will, das spare ich mir dann für die Monster auf. Aber ich würde wahnsinnig gern ein kleines Treppchen hinabbauen. Ach, hör auf! Und vielleicht schon mal markieren. Also hier so markieren. Ist ja nicht tief da. Ich dachte gerade schon. Nein! Ja, nun, also markieren wollte ich hier nur, ne? Dass ihr Bescheid wisst, war ja nicht so groß hier. Scheiße. War geplant. So, den Rest lasse ich erstmal. Ich hoffe, wir finden später nochmal zurück. Ich markiere den Eingang noch mit einer Fackel. Im Sturm am besten. Haben wir nicht noch irgendwas, was wir hier zusammenlegen können? Nee, ne? Hier kommen die rote Blume, schmeißen wir mal weg. Zack, zack. Kann ich die vielleicht noch irgendwie mitnehmen, die Kiste? Das wäre total schön. Ach nee, nicht schon wieder. Also die Random-Funktion ist, naja. Ach, hör doch auf, ey. Das ist doch hier alles nicht wahr. Was ist denn das hier für eine... unglaubliche Map. Das gehört jetzt noch zur Höhle da unten, wo wir gerade eben drin waren. Komm, ich lass das mal bleiben. Was spielt denn da jetzt eigentlich? Ah. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch? Wahrscheinlich eher nicht. Hoppeldi. Und hoppel da!
Weiden sind zu. Hoppen da.